Oh, schau mal, Eike. Claire hat die Dragon Balls gefunden. Ah ja, willkommen Leute zur weiteren Folge von Resident Evil 2, den Remake. Hallo, und Eike, wie geht es dir so? Naja. Naja, es muss, was muss, es muss, nicht wahr? Genau wie es gerade mit Claire muss. Ja, hat ja nämlich gerade noch ein bisschen Schaden abbekommen vom letzten Kampf. Also, naja, Kampf. Es war ja kein Kampf mit Mr. X gerade, aber glücklicherweise passt er ja nicht durch die Tür. Einmal ab zum Fahrstuhl. Drittes Stockwerk. Damenunterwäsche. Genau. Warum komme ich jetzt auf sowas? Warte mal, hier waren wir, glaube ich, schon gewesen, oder? Ich glaube, ich habe doch in der letzten Folge gegen Ende hier noch die Granate rausgeholt, oder? Ja. Gut, dann ziehen wir mal weiter. Ach ja, und wenn sich Leute noch beschweren darüber, dass wir dieses hier gewählt haben, beißt uns. Nee, verklagt uns. Nein, verklagt uns nicht. Warum? Ach so, meinst du, das geht so einfach? Wir sind ja schließlich. Wir sind ja so. Eike, lass das! Kannst du Das die. war bastard. Ja, okay. Ich dachte jetzt ernsthaft, holst jetzt hier Cola Light raus. Oder Toffifee. Ah, ein offensichtliches Boss-Level. Obwohl, ihr Leute, die das habt doch natürlich hier die ersten Folgen von Resident Evil Remake, das wäre ja schon gesehen, ihr wisst ja. Es ergibt nicht wirklich Sinn, nicht wahr, Eike, dass die ja hier die Leute teilweise genau dieselben Kämpfe machen wie der vorherige, oder? Na egal. Wäre wahrscheinlich auch zu aufwendig gewesen. Okay, ich tue dir nichts, versprochen. Mit Augenbinde. Helfen? Hier, nimm doch meine Hand. Du brauchst Hilfe. Tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen. Du brauchst Hilfe. Das ist aber kein Verband. Wieso? Extra thick. Er hat ein Auge auf sie geworfen. Das glaube ich einfach nicht. Ich wollte doch nur auf dieses Cosplay-Fest gehen. Genau. Und ein riesen G-Virus, Mutantenauge, die denkt sich gerade, wow, sieh dir diese Backen an! Genau. Sieh dir das an, folge denen! Achso, wo ist er jetzt hin? Oh. Ah! Warte mal, hab ich Messer? Nein, ich habe kein Messer. Scheiße! Ich könnte ihn ja natürlich jetzt hier die Speedrun-Tricks einsetzen, eigentlich, wenn ich, sobald er zu Boden geht. Nein, wir brauchen das nicht, wir brauchen das nicht. Das brauchen wir. Sobald er zu Boden geht, dass ich ihn dann messern kann. Wir wissen ja, Messer ist das Mächtigste. Naja, nicht das Mächtigste, aber zumindest sehr stark. In Resident Evil. Ja, wo ist er denn bloß? Irgendwo da oben. Ja, wo ist er? Ah! Nein! Es ist sehr schön, wie das immer größer wird, nicht wahr? Ja. Ah, Bindehautentzündung! Wo kam denn dieses Geländer plötzlich her? Alles okay. Es wird niemals wiederkommen, ich verspreche es dir. Ganz sicher? Ja, versprochen. Alles ist gut. Du musst nur die Leiter für mich runterlassen.
du mit mir meine Mom? Deine Mom ist hier unten? Ich denke schon. Ich hoffe es. Ja. Na klar. Ich helfe dir. Ich höre übrigens fast nichts von den Dialogen. Also so 3% oder so. Der Game Sound ist wirklich bestialisch leise. Das hättest du auch nach der Zwischensequenz sagen können. Aber ja, das kommt dir aber nur so vor. Aber du hast doch die Aufnahmen, siehst doch die Aufnahmen auf Video. Quatsch, auf Video. Du siehst doch die Aufnahmen auf YouTube. Hast doch gesehen, ja, oder nicht? Doch, bei der letzten, wo ich extrem übersteuert war. Da warst du ein bisschen zu laut, ja. Ich hab dich jetzt runtergedreht, aber da hast du doch, aber du findest du doch, dass der Game Sound, hier, Munition für Pistole brauchen wir nicht, genau, dass der da auch lauter ist, als du ihn hier hörst, oder nicht? Oder nicht? Dieser String ist wirklich echt grenzwertig, steht schon. Solltest das Outfit mal wieder wechseln. Findest du? Okay. Ja. Grenzwertig? Das fällt dir jetzt erst ein? Obwohl, es gibt, glaube ich, auch eine Version mit dem Rock, wenn ich mich nicht irre. Quatsch. Wenn es die gibt, dann sofort benutzen. Ach, jetzt auf einmal. Jetzt hast du plötzlich Bedenken von wegen, ist das fragwürdig, Ja. Erst den D-Schein in die Scheiße reiten und dann plötzlich dann sagen, das war nicht meine Idee. Oder was? Dann stehe ich ja gut da. Ja, natürlich. Du wolltest das Nackedei-Ding benutzen. Also du wolltest das Nackedei-Ding benutzen und hast gesagt, ach komm, mach ruhig. Das ist vielleicht heute so. Doch. Zigaretten. Bäh. Voll altmodisch. Man vape doch heutzutage. Nein, wir brauchen keine, wie heißt das? Keine, Schießpulver. Boah, Schießpulver ist nicht richtig Begriff. Aber kein Pulver, den man Munition herstellen kann. Wie aus Resident Evil 3. Obwohl, so krass grenzwertig, ich weiß nicht. Geht das nicht noch in klar? Ich weiß nicht. Man weiß ja nie, wie YouTube drauf ist. Weil wir wissen ja, YouTube ist ja so Anti-Porn, nicht wahr? Also nicht, dass das hier Porn ist, aber du weißt ja, was passiert, wenn man bei YouTube oder Google in der Suche was eingibt. Oder was Bestimmtes, ne? Was irgendwie fragwürdig ist, dann kriegt man keine Vorschläge. Als ich Benny Benessi's Satisfaction hören wollte, weil ich das aus diesem Meme kannte, weil ich das extrem toll fand. Ja. Und dann auf einmal da... auf einmal die Porn-Version aufgetaucht ist. Und lass mich raten. Ja, richtig als da, ja. Umbrella. Ja, so wie Bayer. Nur halt schlimmer. Fickt euch, Bayer. Stellt mal ordentliches Insulin her. Ja, Eike weiß darüber Bescheid. Ja, er ist runtergefallen. Wow. Meine Eltern sind beide nicht mehr da. Hab nur noch meinen Bruder. Das sieht wirklich aus, als würdest du sie die ganze Zeit so gucken. Wo bist du? Das bedeutet, wir haben was gemeinsam und... Das ist was Gutes, nicht? Das sieht wirklich so aus, oder, Heike? Als würdest du die ganze Zeit so gucken. Wo bist du? Hä? Ja? Ah, ich höre dich nicht. Ah, ich glaube, du bist da. Und dann wirst du hier noch gegen die Wand laufen. Bam! Okay. Hier war, glaube ich, nur... Ach ja, Tasche. Ja, Tasche brauchen wir. Geil. Es wäre wirklich witzig, wenn die Taschen wirklich an den Charakter dranhängen würden. Hätte sie jetzt die ganze Seite mit voll mit... warte mal, ich glaube, wir hauen lieber das volle rein. Da ganz viel Haut frei ist, würde ich die ehrlich jede Tasche in ihre Arschbacken packen. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich meine, wenn das wie bei so einem Rollenspiel halt ein Charakter zu sehen wäre. Aber in dem Fall, naja, ich musste ja leider das DLC Elisa Walker Skin kaufen. Weil das ja wohl anscheinend der einzige Skin bzw. Kostüm ist, an dem man sowas ändern kann in den ganzen Körper. Deswegen, naja, was soll's. Zumindest musste ich jetzt nicht den Extra-Sound nochmal extra kaufen. Oh, Achtung, Eike, jetzt wird's interessant. In Bezug auf Kameraperspektiven, Eike. Ja, da drüben. Was könnte da sein? Es ist ein Tor. Es ist zu. Ach was. Captain Obvious oder die Kapitänöse Obvious in dem Fall. Ah.
Ja, gut, dann. Wir wissen ja, wer es erst kommt. Verdammt. Geht nicht ohne Karte. Kannst du das nicht hacken? Komm schon. Ach nee, sie ist ja nicht, Hilf doch mal. John Connor aus Terminator 2. Und es geht sicher hier lang? So bin ich mit Mom letztes Mal gegangen. Sherry? Ich habe überall nach dir gesucht, Sherry. Tapfere Kleine, gehst einfach raus inmitten von diesem Chaos. Auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Das meinen Sie nicht ernst? Auf den Boden. Jetzt. Sherry, fessel Ihre Hände. Wieso tun Sie Sei das? Still. Tu es. Okay, dann. Du gehorchst mir jetzt, oder sie ist tot. Was soll dieser Mist? Kindeswohlgefährdung fürs Erste. Sherry, komm her. Was wollen Sie mit ihr? Geht dich überhaupt nichts an. Wenn Sie ihr wehtun, ich schwöre, ich hole meinen Bruder von Stars und wir... Sherry, hierher, sag ich. Wie heißt du? Wie heißt du, verdammt? Claire. Sherry, kommst jetzt mit mir oder sagst du wohl zu Claire? Okay, ich gehe. Sie bringen mich besser zu meiner Mom. Natürlich. Hör nicht auf ihn. Er lügt dich an. Stopp, hören Sie auf, bitte! Du erklärst mir nicht meinen Job. Stopp! Lass mich los! Lass mich los! Offensichtlich müssen wir dir erst manieren, Alfred. Oh ja, das werden Lass wir. Lass mich los! Lass mich los! Ich krieg dich, du Arschloch! Vorsichtig, Sherry. Wer war das? Der böse Polizeichef. Okay. Erst die Karte. Und dann bekommt das Arschloch, was er verdient. Genau, der korrupte Polizeichef, der gerne mal blonde Präsidenten. Nein, nicht Präsidententochter, das war Resident 4. Ach nee, die Tür können wir natürlich nicht geben, denn da geht ja Ada durch. Vorher oder nachher? Keine Ahnung, weil das hier zeitlich angelegt ist. Blonde Bürgermeisterin, Töchter, sofern es das Wort überhaupt gibt, Ausstopfdeike, ne? Hat Der man ja. Typ kam bestimmt von hier. Ja, das kam er wohl. Ach ja, übrigens, es war in dem Bild, es war in dieser Aufnahme auch ein böser Polizeichef zu sehen. Zumindest in der Hintergrundaufnahme, wenn die Kamera hinter ihr saß. Raccoon Montley, aufgepasst. Helden von Raccoon City. Muss ich das wirklich vorlesen? Nein, ich denke nicht. Ihr könnt ja das Video stoppen. Das ist ja nur Hintergrund. Ja, das ist er. Habe ich doch gesagt. Und die Karte, natürlich. Ja, sehr viel Rot. Was steht dort? Expresslift zum Chefbüro. Unbefugter Zutritt verboten. Oh nein, Eike, wir können ihn nicht betreten. Wir sind Unbefugte, gell? Und was Mach haben wir? Keinen Scheiß. Ja. Kann ich die... Nein. Mach keinen Scheiß. Nee. Ja. Hoffe ich, habe ich jetzt nicht so viel gespoilert, obwohl das Spiel ist 20 Jahre alt. Ich meine, zumindest das Originalspiel, da müssen die Leute das wissen. Und es gibt ja, und vor kurzem ist ja, ne, vor kurzem ist ja auch schon wieder ein paar Monate her, oder Eike? Ist ja jetzt dieser DLC rausgekommen mit diesen, wie hieß das nochmal? Ghost Survivors. Kennst du doch, Eike, oder? Hast du doch auch mitbekommen. Hier mit diesen Charakteren, wo du in kleinen Arealen spielen kannst, um quasi, oh, gruselig, um das hier zu überleben. Kleine Überlebensszenarien, wo man dann gegen bestimmte, auch neue Zombie-Arten kämpfen muss. Mhm. Also kleine Survival-Modus sozusagen. Die aber, glaube ich, nichts mit der Story direkt zu tun haben von dem Spiel hier. Weil die blonde Tochter ist ja, die dann am Ende, glaube ich, sogar mit den Typen aus dem Gefängnis ab, Gefängniszelle abhaut. Du weißt schon, hier, ne? Kopf, ne? Oh. Die haut ja am Ende von den DLC ab, das kann ich schon verraten in ihren, wenn man das geschafft hat, da durchzukommen. Und das, ja. Ist dann also nur so eine Wer's-wäre-wenn. Entsorgungsnotiz. Ja, wissen wir Bescheid. Wollen wir da wirklich nochmal ran? Ach komm, wir haben eh Platz in der. Wir haben ja genug Inventar, wir haben genug, Brusttaschen. Nee,
Hinterntaschen. Nee, was war's? Kombinieren. Kombinieren. Ein verbogener Schlüssel. Ich frage mich, wenn jetzt endlich... Haben wir den eigentlich von hier aus schon benutzt? Wenn jetzt endlich irgendein SJW auftaucht und sich beschwert, weil wir den, To Be, Boob, nein, nicht Boob Physik, Butt Physics, DLC, nicht DLC, Mod genommen Skin. Haben. Skin. Ja, das heißt ja von, ist ja von, kann man verraten, von Nexus Mods, also, ihr wisst schon, die Seite mit den gefühlt 10.000, Skyrim Mods. Und hier braucht man auch wieder einen Karo-Schlüssel. Ist das richtig? Ich glaube schon. Und hier war... Ah ja, hier ist Mr. Raccoon, aber wenn ich den schon abgeballert habe, ist er weg. Zombie, Zombie, Zombie. Brandgranaten kann... Ach komm, egal. Können wir aber später mal wieder verwenden, den Brandgranaten... wie heißt der? Granatwerfer-Icon, nicht wahr? Flump, wie ich ihn auch gerne nenne. Oh, ich war ein Penis an die Wand. So, jetzt habe ich es auch gemacht. So, moderne Kunst. So, und ihn auch. Fleischwurst. Das ist so brutal. Nike, das ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Genau. Ich bin ein Opfer. Ich hasse Gewalt. Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Ach, niemand kennt den Film, Eike. Niemand kennt Operation Dance Sensation. Wo er dann in dieser Talkshow ausrastet, der Bösewicht, ne? Also wir sind ja quasi Bösewicht, ne? Der Atlas, dargestellt von Simon Gosiohan. Kennst du noch Simon Gosiohan, Eike? Kann man ihn hier meinst sehen? Meinst du Großpimmelmann? Ja, ja, als damals, als man das noch machen konnte. In Zeiten von Social Media kann man es nicht mehr so gut machen, also erkennt ihn jeder. Deswegen läuft das auch nicht mehr. Da ist was Lustiges. Aber das ich dachte, das läuft nicht mehr, weil es keine Einschaltquoten mehr gebracht hat. Ja, typisch Problem. War das sowieso halt. Alles gefaked? Ja, natürlich. Naja, gewisserweise gefaked war es schon, aber es war halt, er hat sich schnell totgelaufen, glaube ich. Und die meisten Leute haben ihn wahrscheinlich auch schon wiedererkannt. Ja, genau. Ist ein bisschen schade, aber na gut, dafür kann er dann, können sie dann, was weiß ich, Gags machen für Sat1, ne? Gag-Clips und so, solche Geschichten. Das macht man ja in Köln angeblich. Ja, ja, gut. Ah, ich habe das geliebt. In Hamburg hat mal irgendeiner von der ARD irgendeinen Bericht gemacht und wir haben die ganze Zeit genervt. Habt ihr die ganze Zeit hinter uns so hin und her gehüpft und habt Quatsch, Scheiß gemacht? Der hat rumgeschrien, das glaubst du. Ihr Scheißkinder, verpisst euch jetzt. Und ich so, ihr verfickten GEZ-Faschisten, ihr könnt mich mal. Ja, das wäre absolut lustig. Dann hätte sich noch jemand einen zweiten, dritter mit der Kamera hinstellen müssen und das Film, und das alles Film. Genau. Hat man gleich was Neues draus gemacht. Genau. Wie damals, als ich in... Er ist immer wieder weggegangen. Da hat er die Polizei geholt. Wir sollen die nicht nerven. Und dann so, ihr, was könnt ihr machen? Das ist ein öffentlicher Platz. Sie können hier nichts machen. Tut mir leid, geht nicht. Ja, müssen wir so anders hingehen. Tja. Das ist wie damals, als ich in Berlin gewesen bin mit der Ausbildungsgruppe und wie ich da auf dem Alexanderplatz zwei lebende Klischees gesehen habe. Das kann ich... Was denn? Nee, das erzähl ich in der nächsten Folge. Oder, nee, komm, mach ich noch schnell, weil die nächste Folge sieht eh keiner. Nee, da habe ich gesehen, einen reichen Juppie-Typ mit so einem Anzug und so einem Typen, der so aussah wie so ein, wie man sich so einen abgeranzten Penner-Punk vorstellt, also mit wuschigen Haaren. Und der hatte so ein weißes T-Shirt, auf dem drauf steht, Arbeit ist scheiße. Oder so. Also so mit Edding draufgemalt. Und der ist dann zu ihm hingegangen und hat gesagt, hast du mal einen Ork? Hast du mal einen Euro? Und er so, nee. Und er so, nee. Und ich bin da so neben vorbeigegangen und hab so, guck mal, zwei lebende echte Klischees. So eine Art. Obwohl, es könnte natürlich auch ein Video-Gag gewesen sein. So in Video. Der Art. Du hast es so in der Art gesagt. Ja, ich hab so ein bisschen gelacht, aber ich habe nicht, glaube ich, nicht so gesagt, ob man es gehört hat. Aber vielleicht war es auch ein Gag, den sie fürs Fernsehen aufgenommen haben und ich habe die Kamera nicht gesehen. Könnte auch gewesen sein. Weil es war so klischeehaft, so die beiden Figuren. Das waren echt wie. Ja, es war echt wie Realsatire. Okay, gut, Leute. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Resident Evil 2, den Remake. Ja, und ja, dann freuen wir uns darauf, wie wir ein bisschen Schaschlik produzieren. Ne? Genau, Eike. Schaschlik. Ja, Lickers Schaschlik. Zum Fingerlicking gut. Genau. Also, bis dann. Ciao. Exakt, tschüss. Nö.